Nun gut, dann machen wir das Na mal. dann. Ich Diesen mach's so. Lieutenant Davis, wo steht denn der rum, dass wir den kontaktieren können? Ja, das ist doch der, der uns nicht in dem Tor reingelassen hat bei Sanctuary. Okay, alles Müssen klar. wir doch jetzt hin. Wir mussten da erst diesen Reistypen umfinden. Und jetzt müssen wir den stechenden Kaktus Level 8 umlegen. Müssen wir das? Level 8? Wie kann denn ein Kaktus. Au, 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 au! Hör auf! Hör auf! Oh Gott! Jetzt weiß ich, warum er Level 8 ist. Hör auf damit! Hast du es gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Er hat mich attackiert, der Kaktus. Mit Elektroschlägen. Ja, gegen den Kaktus können wir Und uns dann noch geht's. nicht zur Wehr setzen. Ne, Da sind wir nicht so einfach noch ganz. nicht high-skilled genug. So, wo müssen Ach, wir das jetzt sieht schon hin? schön aus, das mit dem Raumschiff da oben, wie es den Schatten auf den Mond wirft. Hm. Wir gehen hier unten, holen uns ein Fahrzeug und dann. Sehr gute War Idee. das hier unten? Stöhnst du denn hinter mir rum? Hüpfst du die ganze Zeit? Ich hüpfe die ganze Zeit. Und ich stöhne, weil es alles so anstrengend ist. Klingt ja wie beim Frauentennis. So. Besorgst du das Fahrzeug oder soll ich? Ich besorg's. Wieder zusammen in eins, ne? Wo ist es? Komm gleich. Ich will jetzt gerade noch was. Achso. Kommt die Liste? Aha, kann man nicht aufmachen. Schade. Hä? Wo bist denn hin? Wo bist denn du? Shit. Jetzt habe ich mich zum Fahrzeug teleportiert. Warte Das mal, wollte ich ja gar nicht. das mache ich dann instant auch mal. Ja, mach das mal. Kann ich mich zu diesem Fahrzeug? Ah, ja. Ja, alles klar. Gut. Hallo. Huhu. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ach, hier an der Brücke, alles klar. Ich erkenne es wieder. Das ist vom Vorteil. Da So. sollte man jetzt eigentlich relativ nah dran sein, oder? Ja, Ja, ich genau. denke Hier unten doch. ist es ja schon. Hier rechts runter, nicht? Rechts, rechts, rechts. Sind hier jetzt Freunde oder Feinde, wenn wir hier reingehen? Freunde. Nein, hat sie nicht. Sehr schön. Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich übrigens gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde Ja. jede Ah, die haben nur auf Sekunde uns gewartet. Ohne uns würden die das alles gar nicht schaffen. Ja, wir sind die Heilsbringer hier. Ich habe ein Hallo. kleines Ohne uns geht hier Geheimnis, gar nichts. das du nicht hören musst. Das würde dich nur verwirren. Ciao. Oh, das ist auch eine schöne Waffe. Moment, bist du das? ETF. Was hast du denn für eine? Bei dir wird sicherlich ein Antrag gezeigt, der jetzt für mich und meine ist rosa. Okay, meine ist schwarz und sieht aus wie eine richtig große Schrot. Ja, Oder? gut. Könnte sein, ja. Ich könnte mich auch irren, auf jeden Fall sieht so richtig badass aus. Wäre der jetzt Rang 1 mäßig oder schon 2? Naja, zwei, zweieinhalb. Woher weiß er denn die ganze Zeit, wo wir sind? Hier eigentlich alles nur Eis gewesen oder kommen dann auch noch andere Settings dazu? Das weiß ich gar nicht Ich mehr. habe keine Ahnung. Nicht den blassesten Schimmer. Das waren Im wir auch Oberdeck vorhin noch, 1 war ja, glaube ich, alles. als wir bei dem Schiff waren, das war ja auch alles nur Eis, ne? Ja. Schrei mich nicht so an. Siehst du, und ich habe ihn kaum Wie hab ich den verstanden. so an? Warum machst du das denn nicht selber, du fauler Hund? Was passiert jetzt? Du bist der, von dem Commander Roland Man gesprochen. musste ihn noch installieren. Sehr gut. Es war kein Install Plug-and-Play, Accept Kern. gehört.
Belohnung kassiert. Was bekommen wir dort? Hm, das wird schwierig. Oh. Ein Scharfschütze? Ne, was ist das? Ich glaube, ich nehme die Schrotflinte. Ist das oben eine Schrotflinte? Das ist doch keine Schrotflinte. Und ist ein Schrotflinte. 23 mal 7. Jo. Schwierig. Ich nehme die einfach oben, du nimmst die unten. Wir können ja immer noch tauschen, oder? Stimmt. Gut. Die ich vorher hatte, hatte 14 mal 10. Hm. So, da gucke ich auch gleich mal rein. So. Ach, die haben alle so ein hässliches Drecksvisier. Das gefällt mir nicht. Er soll gerade stehen. Wo sollen wir denn jetzt hin? In die Stadt erstmal rein. Ja. Shopping! Was? Was? Ich sehe kein Geschoss. Oh! Doch! Oh, das Ding schießt! Okay. Cool. WTF. Das Ding ist uns nicht gut gesonnen, so wie es aussieht. So. Ja, bitte, machen wir. Ist aber interessant, dass es die ganze Zeit nicht geschossen hat und genau in dem Moment, wo das Schild aktiviert wurde, fängt das an zu schießen. Ja, weil die wissen, wo wir sind. Komm, auf. Kann ja nicht so schwer sein. Sehr schön. Ich werde das Tor für Sie öffnen. So, fallgenaue Einweisung hinterlassen. Blablabla, bin ich eigentlich aus der Stadt. Es ist mir eine Ehre, Kammerjäger. Da Roland. Commander Roland ist von seiner Aufklärungsmission nicht zurückgekehrt. Er hat für diesen Fall genaue Anweisungen hinterlassen und du kannst uns helfen. Triff dich mit dem Mechaniker der Stadt. Was heißt denn, wir kommen daheim? Ich bin ein übelst knuffiger Typ. Ich habe hier überhaupt nichts verloren. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Bist du hier? Total friedliebend. Wir müssen Handsome Jack töten. Die wollen wirklich, dass wir Handsome Jack töten. Ich möchte hier nicht vergewaltigt werden. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe. Warum sollen wir? Die Welt stirbt, wenn ich sie nicht verteidige. Oh. Angeblich gibt es sogar Dutzende Kammern. Ist das wahr? Uns vor Jack retten. Diese Welt braucht Kammerjäger. Naja. Oh, Kacke! Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass! Moment! Da hängt mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ah, du bist kein Hyperion-Roboter. Du bist ein... Hilfst du uns bei der Sache mit Oh, ich habe 5-mal Iridium gesammelt. Ja, das drückt er mir gerade in die Hand, genau. Mir, wenn er jetzt habe ich nochmal 9-mal Iridium. Sollte ich Plan B jetzt habe ich insgesamt 9-mal Iridium. Plan okay, was sollen wir jetzt machen? In eine großartige schwebende rübergehen. Ja. B. Und diese Treibstoffzelle einsammeln. Die wirst du brauchen. Und noch eine Treibstoffzelle einsammeln. Mal, wo ist die denn? Die ich nur zu nah dran, dass ich die gerade nicht sehe. Ich gehe mal hoch. Ja, mach mal. Ja, die ist hier. Sehr gut. Auto gegessen. Was? Der labert ein Müll. Wie kann er denn ein Auto essen? Du brauchst noch eine dritte Gabel. Weshalb ich dir das Rift Rock gegeben habe.
Du kannst die letzte Zelle in Earths Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Na dann, suchen wir mal zu. Wie bitte? Ja, das ist doch Hans-Peter-Scooter eigentlich. So der Hyper-Hyper-Scooter. Das ist, vermute mal. Der How Much ist der Fisch-Scooter. Fire! So. Wo bist du jetzt lang? Ja, ich bin raus, ich bin hier durch die. Genau. Hier. So, dann. Wir sind hier aber gar nicht hin, ne? Doch. Die schießen schon wieder. Hier ist ein Puff. Ja, den hab ich schon gesehen, ich freue mich schon, wenn wir da endlich hinkommen. Da bin ich schon drin. Du bist schon drin? Ja. Das stört die Leute gar nicht, dass die beschossen werden. Was sind die total entspannt? Liefert ihn einfach an mich aus, dann werdet ihr belohnt. Keine Sorge, niemand wird dich. Ah ja, an die erinnere ich mich auch noch. Ach hier, guck mal, wen wir hier haben. So, Hammerlock. Täusch gleich mal das Haar ein. Sehr schön. Ich habe jetzt gar nichts bekommen. Was ist eine Belohnung? Ach doch, jetzt. Ja. Sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. So. Jetzt Update Select. Kammerjäger, wie schön, dich wiederzusehen. Das ist meine Belohnung. Dank der gründlichen Niederlage, die du Captain Flint beigebracht hast, konnte ich das Southern Shelf verlassen das und Ding mich heißt wieder der Arbeit an meinem Almanach widmen. T1 Scope. Würdest du mir dabei helfen? Hab ich nicht bekommen. Das hat jetzt noch der bekommen, der es angenommen hat. Oh, das kriegt man hinter, kann man tauschen. Ich brauch sowieso nicht. Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor ich schlage dir einen Tausch vor, wenn du aus dem Menü rauskommst. Ach nee, kann ich auch schon so. Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas übermittelt über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Sehr gut. Hättest du einfach hinwerfen können, das geht doch viel schneller. Na, ich mag das so. Nun gut. Dann kann ich jetzt, willst du meine, im Gegenzug mein neues Sturm-Schrotflintengewehr haben? Ja, gib her. Sehr gut. Bitteschön. So, das ist eine Schrotflinte, hast du gesagt? Hm. Dann ist die besser als die hier, alles klar. Sehr gut. Was hat denn die für ein Visier? Ja, ein beschissenes. Aber spiegelt sich wenigstens alles drinne. Sehr schön. Mhm, das ist ganz cool. Ja. Okay, jetzt gehen wir hier raus. Ja. Willst du wieder was mit mir tauschen? Was? Nee. Ich nehme den Tausch an. Sehr gut. Kriegst aber nichts. So. Wieso steht der denn jetzt auf einmal hier rum? Nee, ist ein Puff. Der Mann hat halt auch Bedürfnisse, wa? So. Das ist, ja. Das ist ein Pizzaladen. Maxis Pizza, das ist gar kein Puff. Nein, das muss ein Puff sein. Das ist mit 3x geschrieben. Stimmt. Das ist Puff. Internationales Erkennungszeichen dafür, dass es da ein bisschen pornoströs zur Sache geht. Hast auch wieder recht. So. Du hast mich überzeugt. Warte mal. 3x und Puff. Wo war denn jetzt dieser? Wir waren im Fußboden, da muss man im Fußboden stecken. Klappe öffnen. Vollpfosten. Ein Notfallplan, falls er verschwinden sollte. Deshalb all die Treibstoffzellen und so. Ist echt eine Schande. Er wollte dich wirklich kennenlernen. Ohne frisches Blut werden die Raiders nicht überleben. Und wenn man sieht, wie du diese Banditen erledigt hast, würde ich sagen, dass Blut genau dein Ding ist. Liegt dir quasi im Blut? Blut. Okay, das war wahrscheinlich nicht direkt in uns. Nee. Dann kommt nach Sanctuary. So. Es ist mir egal, was Jack. Ach, du gehst wieder shoppen. Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch
So, ich guck mal hier. Ich habe mir so eine neue Maske aufgesetzt. Ist das hier? Roland braucht meine Hilfe. Annehmen. Logan. Wollen wir das jetzt erstmal machen mit den Treibstoffzellen? Ja, ich habe das mal umgeändert. Was? Auf Plan B, dass wir das erstmal fertig machen. Okay. Ach ja, das ist wieder aufgezeichnet, sehr gut. Ist hier noch so ein Ding? Sie verstecken sich draußen in Three Horns. Spielt sie auf, legt sie um und findet heraus, warum sie hier sind. Ach, da hinten. Sehr gut. Was ist denn hier? Hier ist die Tür. Da muss man rein. Sehr gut. Was sollen wir jetzt kaufen? Ah, cool! Da kann, hier kannst du doch deine Waffen upgraden. Ja? Ja, mit den Modulen. Mit welchen Modulen? Erhöht dauerhaft die Anzahl der Granaten, die du mitführen kannst, um 1. Erhöht dauerhaft die Menge an Assault Rifle Munition, die du mitführen kannst, um 140. Dann kriegst du diese Dreckstreibstoffzelle gratis dazu. Was sollen wir denn jetzt kaufen? Muss man das Rucksack-Upgrade kaufen? Nein, oh, jetzt habe ich schon ausgegeben. Scheiße. Ich will es ja gar nicht ausgeben. Brauchen wir von dem nicht irgendwas? Ja, na, so eine Treibstoff. So eine Energie-Dings. Und wie gibt er uns das Ding? Der macht mit mir Geschäft und sagt dann, dass ich bloß die wieder flicken. Quatsch mir nicht voll, Mann. Was muss ich denn jetzt kaufen? Was hast du jetzt genommen? Das Rucksack-Upgrade oder was? Ja. Bloß nicht wieder blicken! Oh, ach nee, warte mal. Das ist schon wieder ein neues Ziel eingezeichnet jetzt. Haben wir es irgendwie gerade bekommen oder was? Haben wir es irgendwie nicht mitbekommen? Vielleicht haben wir die schon so bekommen. Warte mal, ich kaufe mir jetzt noch irgendwas. Erhöht dauerhaft. Das erhöht Munition, erhöht die Menge Munition, Munition. Ist alles noch Munition. Bringen wir das irgendwas? Ach, ich heb's mir erstmal auf. Ja. Muss ich das Ding noch einbauen? Mein Rucksack-Upgrade? Scheint so. Oder? Ach, das ist ja nur das Rucksack-Upgrade. Das ist ja nicht hier diese Tasche. Ah, das ist nicht die Tasche? Nein. Oh, was ist das? Was ist das? Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht. Flieg mal weg. Nee. Tja, du hast mir gerade geholfen, seine Triebwerke wieder flott zu kriegen. Mach dich auf was gefasst, denn diese Stadt hebt ab. Los, wir gehen zu Roland. Alles klar. Wir sprechen erstmal mit Crimson Raider. Oder auch nicht. Mist. Jetzt müssen wir Roland wirklich. Wir öffnen nicht möglich. Weißt du, hat er dort eine Nachricht für dich hinterlassen. Wer ist das? Ja, Dr. Tillister, genau. Ein SDU-Waffenrüstungsslot. Erhöht die Anzahl der Schusswaffen, die du ausrüsten kannst. Sehr gut. Wo ist denn das her? Lack hier. Hab ich das jetzt auch? Stimmt. Ja. Sehr gut. Toll. Hey Soldat, wenn du dies hörst, stecke ich in Schwierigkeiten. Derzeit bist du das Einzige, was zwischen dieser Stadt, scheiße, dem ganzen Planeten, derzeit steht. Ich habe Infos zu meinem Verbleib in meinem Sinn. Das hier. Das ging auch fix. Nutzen, um alles, was du willst, daran du wolltest gar nicht. Verdammt. Oder so eine Pistole, die ich nicht brauche. Warte mal, der hat doch jetzt gesagt gehabt, das hier ist unser neues Zuhause. Fühlt euch wie zu Hause. Euer neues Zuhause, ich habe keine Ahnung. Apropos geschmiert.
So, würdest du ja gerne mal ein paar Ähne schmieren, oder was? Ich würde sie gerne schmieren. Ach, so, nee, was sollen wir denn jetzt hier machen? Dass sie auch wieder falsch auslegen. Aber wir sollten hier gar nichts machen. Ach, hier. Ich hab's. Forschungen laufen wie geschmiert. Trotz meiner Psychose. Okay, was ist das jetzt? Deine Hilfe ist nicht nötig. Hä? Ah, da ist es. Das Echo muss ich mitnehmen jetzt.